am Karl-Dingsamer Platz. Da drehe ich alle zwei Tage meine Runde. Und als erstes setze ich mich immer in die Mitte von dem Platz auf die Parkbank. Hinter mir der Kiosk, da der Lindenbaum. Und rechts neben mir, der sitzt eigentlich immer da, der Penner Klaus. Und sobald ich sitze, lässt er mich immer Melodien raten. Schaut er mich an und sagt, pass auf, pass auf, pass auf. Und dann sage ich immer, sag nix, sag nix, sag nix. ACDC. Highway to Hell. Und dann schaut er mich wieder an und sagt, mhm. Dauert es wieder einen Moment. Pass auf, pass auf, pass auf! Sag nix, sag nix, sag nix. Ray Charles, Georgia on my mind. Mhm. Und so geht es immer eine Zeit lang. Ja. Und ich nutze dann die Gelegenheit auf meiner Parkbank auch, um über meinen Roman nachzudenken. Ich arbeite ja schon seit längerer Zeit an einem Roman. Auf die Idee gebracht hat mich der Kioskbesitzer hinter mir, der Josef Döderlein. Weil er mir schon von längerer Zeit hat er mir erzählt, dass diese kleinen Romanhefte, diese Groschenromane, man möchte es nicht glauben, sich nach wie vor blendend verkaufen. Könnte ich mir auch mal einen kleinen Gesellschaftsroman leisten, habe ich mir gedacht. Ja. Vielleicht interessiert es jemanden, da bin ich dran. Schon längere Zeit habe auf meinem Tisch lauter kleine Zettel mit Sätzen, guten Sätzen, ja. Handlung, später, erst Sätze, ja. Erst lauter Sätze. Wie könnten die passen und wo? Ich habe immer auch ein paar dabei, dass man auch auf der Parkbank überlegen kann. Schauen wir mal, was haben wir denn da? Na, der ist nichts da. Ist auch nichts. Aber den finde ich eigentlich, den finde ich recht gelungen. Ja. Heike drehte sich enttäuscht um. Solche Sätze.